Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, ja, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet. Es geht hier gemütlich weiter. Und zwar bauen wir heute ein Häuschen, was man in unserer Stadt mehr, sag ich mal, totschweigt, wo man nicht drüber spricht, aber trotzdem geht da jeder so gut wie hin. Ja, es geht natürlich um das Maison Derrière. Ich hoffe, ich spreche es nicht richtig, Das ist so irgendwie französisch, glaube ich. Und ja, das ist ein Geschäft, kann man fast sagen. Was da drin so ein bisschen vor sich geht, entweder erkennt ihr schon am Thumbnail, am Titel halt schon, wie das Ganze so ein bisschen gemacht wurde. Oder halt auch an den Figuren, die du halt siehst, ne? Oder halt, du kennst ja halt die Folge schon. Falls du die Folge nicht kennst, blende ich sie dir einmal ein, kannst du dir angucken. Denn ich wollte gerne, wenn wir das Ganze fertig haben, im letzten Part, wenn wir die Tour machen, über die Folge sprechen, ein bisschen was einblenden, na, ein bisschen auf das Gebäude und die Folge zusammen so ein bisschen eingehen. Ich versuche das Ganze auch einzurichten wie in der Folge, also wenn du dir das Ganze anguckst, kannst du mich am Ende überprüfen, ob das Ganze auch so ist, wie es ist. Und ja, so, aber wie immer ist das hier auch vor uns erstmal nur der Vorbau. Das Ganze sieht dann später, wenn wir es halt fertig haben, komplett anders aus. Ist auch nicht ganz fertig gebaut, hier fehlen noch so ein paar kleine Verzierungen und so. Ich denke mir, so beim Vorbau brauche ich das nicht mal machen, das machen wir ja natürlich beim Original. So, wir machen heute auch, sag ich mal, erstmal nur den Grundriss, das heißt, die Wände bauen wir so und dann gucken wir mal, ob wir schnell genug sind und wenn wir schnell genug sind, machen wir noch Bonusmaterial, aber da gucken wir mal. Aber erstmal heute ist das hier die Wände. Auf der Rückseite siehst du, ich habe das Ganze hier noch nicht so designt, auch bei meinem Vorbau halt nicht. Da ist jetzt einfach so, ich lasse das Ganze hier noch offen. Es spielt auch viel innen drin ab, da ist dann auch eine Bühne und alles drin. Ich darf mich jetzt nicht so doll verquatschen, sonst weiß ich schon, was so ein bisschen in der Folge abgeht. Aber von daher lasse ich jetzt auf der, welche Seite ist denn das? Rechts. Auf der rechten Seite lasse ich hinten einfach mal alles offen, da machen wir auch in so an sich keine Fenster hin, da muss man mal gucken später, wie ich mir das Ganze einrichte und mir das dann da designe. Da lasse ich dann euch das natürlich auch so zu. Und da habe ich dann noch so eine Frage, oder ich überlege noch so ein bisschen, und zwar die Mitte von unserem Gebäude hier, wo dann auf der anderen Seite der Eingang ist, ob ich dann das Ganze hier so lasse, wie ich es so ein bisschen mir jetzt schon so geplant hatte, so das Dach dann so gerade halt so runtergehen lasse und dann hier hinten mache ich sowieso noch keine Fenster hin, weil... Auch mal gucken, wie man das Ganze dann einrichtet und sich dann da die Fenster hinmacht. Und da lasse ich uns da noch alles offen. Und da ist halt meine Sache jetzt, soll ich auf der Rückseite auch so ein bisschen in der Art später so einen Vorbau machen? Hier so ein kleines Dächlein, so was rüber geht? Oder wollen wir das einfach so gerade halt so abgeschnitten lassen? Naja, ist noch ein bisschen offen. Man kann ja noch ein bisschen überlegen, wie man das Ganze macht. Aber naja, muss ich selber noch ein bisschen überlegen. Jo, dann würde ich sagen, geht's los ans Bauen. Ich habe bei mir heute Fenster auf, weil es immer so warm ist zur Zeit und ich hoffe, man hört die Tiere nicht draußen, also die ganzen Vögel, das Rummelzwitscher. Und ja, wir sind ja keine, oder? Hallo, Vögel? Ja, okay, ja, es geht heute los. Wir machen dann erstmal den Grundriss. Der ist ja schon ein bisschen vorgezeichnet. Ich habe hier auch schon so ein bisschen, wie es in der Folge an sich ist. Ich werde auch jetzt erstmal Bilder einblenden, damit du überhaupt weißt, wie das Original aussieht. Nicht, dass ich dir hier irgendwie so Käse vorlabe. Also, das ist das von der Spiele-App. Wir machen auch wieder so einen Mix aus Spiele-App und Serie. Also, das ist hier aus der Spiele-App. Und das ist das Original-Gebäude aus der Folge. Ist so ein bisschen, so ein paar kleine Unterschiede sind da schon da, weil Spiele-App und Serie ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das Gebäude hat auch keine Rückansicht. Also, es gibt immer nur die Vorderansicht. Bei der Spiele-App gibt es so eine kleine Seitenansicht, aber halt nicht von der anderen Seite, wo, sag ich mal, die rechte Seite ist. Ja, so, ich habe hier schon so ein bisschen den Vorbau gemacht. Ich würde sagen, von der Maße her und alles, da gehen wir dann einfach mal drauf ein, wenn das Ganze hier so Form annimmt. Aber erstmal würde ich sagen, geht's los ans Gebäude. Ich habe hier vorne auch schon so einen Briefkasten gemacht, da steht auch nochmal der Name dran. La Maison Derrière. Entschuldigung, wenn ich es falsch aussprechen sollte, ich bin nicht so gut in Französisch. Und dann holen wir uns heute hier mal aus dem Briefkasten, mal aus keiner Kiste und einfach mal aus dem Briefkasten heute unser Block mit raus. Ja, und heute brauchen wir ganz einfach erstmal ein bisschen hellblaue Keramik, dann weißen Beton und Fichtenholzstufe und Fichtenholztreppe. Vorab, das Gebäude hat ja so, sage ich mal, so einen violetten Ton, ist ja nicht so richtig violett, so darum entscheide ich mich heute einfach mal für die hellblaue Keramik. Trifft so ein bisschen den Farbton vom Gebäude und ja, ich finde, das ist eigentlich der passende. Bei weißem Beton nochmal drauf hinweisen, wir arbeiten auch beim Gebäude mit Quarztreppen und Quarzstufen, das heißt natürlich... weißer Beton und Quarzstufen und Quarztreppen, die passen nicht immer so ganz zusammen, weil da sieht man ja manchmal so ein Kachelmuster, ne, wie jetzt hier so beim Gehweg hier, ne, und dann halt der Beton hat halt sowas nicht. Naja, ansonsten musst du komplett Quarz nehmen. Naja, gut.
Jo, aber ich sag mal einfach, es passt eigentlich optisch gut und von daher entscheide ich mich ja auch heute für den weißen Beton. Okay, so, dann natürlich noch hier Fichtenholz, Stufe und Treppe, ne? Das ist dann für unseren Vordereingang noch. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe ja genug hier gelabert, das heißt natürlich, wir müssen jetzt mal hier unseren Vorbau ziehen. Aha. So, ich würde sagen, wir machen erstmal eine Grundlage. Wir fangen einfach mal hier auf irgendeiner Seite an. Achte darauf, dass du auch noch so ein bisschen Baufläche hast, nicht, dass dann da auf einmal die Straße kommt. Und zwar, wir fangen hier einfach mal an, setzen erstmal einmal einen weißen Beton hin. Dann gehen wir mal zu unserer hellblauen Keramik und setzen daneben einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 weitere Blöcke einfach mal ran. So, dann gehen wir einen nach vorne, setzen einmal weißen Beton ran. Dann setzen wir daneben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal unsere Keramik ran. Folgendessen dann einen weißen Beton wieder. So, haben wir das Ganze, geht es dann wieder ein Blockreihe nach hinten versetzt. Da setzen wir dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal Keramik hin. Und beim 10. gehen wir nochmal einmal nach vorne mit Keramik und dann blub, den Beton. So, dann gehen wir wieder zur Seite und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal Keramik hin und dann wieder einmal Beton. So, dann geht zweimal Keramik nach hinten und dann wieder zur Seite weg und gefolgt dessen dann wieder blub, Beton. Super, dann haben wir schon mal die Vorderansicht so fertig. Jetzt kannst du schon mal überprüfen, hast du noch genug Platz zu den Seiten? Passt das mit der Straße bei dir auch? Jetzt kannst du es dir schon so ein bisschen hin und her schieben, weil das ist jetzt natürlich dann die Vorderansicht. Solltest du dann auch vielleicht so ein bisschen Abstand nach vorne lassen, weil wenn du das Original haben willst, da ist dann auch so ein kleiner Hof, ne? Hier so mit, ja, so einer Auffahrt, dann ist hier so ein, also kann man sagen, so ein Kreis. Ich werde mir das, glaube ich, auch später nochmal ein bisschen vielleicht verändern. Von daher erkläre ich heute auch hier nichts. Kann alles hier noch verändern, ist noch alles noch offen. Und ja. So, dann würde ich sagen, geht's dann weiter. Jetzt hast du natürlich geguckt, wie das Ganze so passt. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal nach hinten weg. Da setzen wir dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Keramikblöcke nach hinten weg. Dann einen weißen Betonblock noch. Und dann geht es hier wieder zur Seite weg. Da müssen wir natürlich jetzt dahin, wo wir angefangen haben. Das heißt, hier setzen wir jetzt. Also, pass auf, das ist jetzt richtig viel. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Poh, passend, ne? Also 20 Blöcke dann hier einmal Keramik langziehen. Dann gehen wir wieder ein so nach vorne oder nach hinten weg, wie du es immer gerne sehen möchtest. Setzen dann einmal unseren Beton wieder hin und dann mit der Keramik ziehen wir weiter. Und zwar dann einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 weitere Blöcke. Dann einmal wieder Beton und dann gehen wir wieder ein so nach hinten weg oder nach vorne, ne? Wie du es immer gerne sehen möchtest. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Blöcke sollten denn hier gesetzt werden. Danach nur noch einen weißen Beton. Und dann sollte das perfekt hier übereinander abschneiden. Wir können dann natürlich nochmal 10, aber sollten insgesamt 13 Blöcke halt Abstand sein. So, passend. Okay, dann haben wir jetzt unseren Grundriss fertig gezogen. Das heißt, das Ganze müssen wir jetzt natürlich etwas höher setzen. Und zwar auf der Keramik setzt natürlich Keramik rauf und auf unserem Beton natürlich Beton rauf. Wie hoch muss das Ganze jetzt sein? Insgesamt muss es 12 Blöcke hoch sein. Eine Schicht haben wir schon, also noch 11 weitere Schichten rauf. So, wir können ja noch einmal zusammen zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 weitere Blöcke müssen wir raufsetzen. Noch einmal, ob ich mich jetzt hier verzählt habe oder nicht. Gucken wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jo, passt. Also 11 Blöcke noch rauf, insgesamt haben wir dann natürlich 12 Blöcke.
So, einmal geschafft hier das Ganze sich ein bisschen hinzuziehen. Ja, sieht doch eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. So, jetzt kann man natürlich jetzt sagen, ja, passt mir das Ganze, steht das hier optimal, ansonsten nochmal abreißen und irgendwo anders hinbauen. Aber bei mir passt das Ganze, ich habe mir jetzt schon ein bisschen abgemessen. Ich habe gerade so überlegt beim Hochziehen, bevor einer fragt, hey, ich möchte das auch schon da haben und ich hätte gerne mal so die Maße zum Abstand der Hecke oder zum Zaun, wie man sich das Ganze halt immer gerne machen möchte. Bei mir ist das Ganze, sag ich mal, ich habe hier jetzt an sich 6 Blöcke und dann kommt hier die Hecke schon. Also ab dem 7. Block, da fängt dann die Hecke an oder halt der Zaun. Das habe ich auf der anderen Seite auch gemacht. Ich kann dann nochmal hingehen, nochmal überprüfen, ob das auch so passt. Nicht, dass ich hier irgendwas erzähle, was hier nicht stimmt. Ja, sollte passen. Hier sind auch 6 Blöcke Abstand. Oder? Warte mal, hier habe ich... Ah, hier habe ich 7. Naja, 7 oder 6, das kann man so an sich so Pi mal Daumen hier so ein bisschen hinmachen. Also hier habe ich jetzt 7, da 6, also naja, muss man mal gucken, wie man sich das Ganze gerne machen möchte. Wie gesagt, das könnte sich auch hier nochmal verändern. Ja, wir waren jetzt eigentlich relativ schnell. Da können wir noch ein bisschen mehr machen, ne? Und wir machen ja auch ein bisschen was. Also, wir nehmen jetzt unseren weißen Beton zur Hand, fliegen auf der Vorderseite hin, ne? Und bei der Vorderseite hatten wir, sag ich mal, hier dieses Ding hier. Und hier setzen wir einfach mal nur vorne hin noch so, sag ich mal, unseren weißen Beton noch 1, 2, 3 weiße Betonblöcke hin. Das Ganze machen wir auf eine 2er Höhe, auf der anderen Seite hier auch nochmal. Zack, 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 zack. 3 nach vorne, 2er Höhe. Ganz vorne machen wir eine Verbindung mit unseren Fichtenholztreppen und darüber setzen wir dann einfach hier, wo noch offen ist, einfach Stufen hin. Ups, nicht auf der Höhe der Treppe, sondern so eine Blockhöhe höher. So in etwa, genau. Ja, wenn wir das Ganze fertig haben, geht es jetzt hoch. Und zwar machen wir hier oben noch ein bisschen was. Und zwar nehmen wir nochmal, würde ich mal sagen, weißen Beton. Ja, nehmen wir erstmal weißen Beton. Und bei unserem Vordereingang hier, würde ich mal sagen, an den Seiten setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Betonblöcke rauf. Hier auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. 1, 2, 3, 4 und 5. Super. So, denn unsere Mitte ist natürlich etwas größer als natürlich diese Seiten. Die müssen wir natürlich noch etwas höher ziehen und zwar halt auf eine 5er Höhe. Auf der Rückseite machen wir das Ganze auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Gegenüber auch nochmal. 1, 2, ups. Ah, nochmal ein bisschen höher fliegen hier. 2, 3, 4 und 5. Genau. Ja, und jetzt haben wir die Aufgabe, das Ganze noch zu verbinden. Natürlich hier einmal die Vorder- und Rückseite, wie natürlich auch die Seiten nochmal, müssen wir nochmal zuziehen. Ja, dann sind wir damit auch wieder durch. Und jetzt haben wir eigentlich den Großteil schon fertig. So, ich denke mir so, wir haben noch Zeit. Und da machen wir noch so einen kleinen Bonus dazu. Das heißt jetzt einfach mal, wir machen jetzt vom Dach schon mal diese Erhöhungen, wo das dann am Ende raufkommt. Da habe ich mir jetzt aber noch keinen Kopf gemacht, wie ich das mache, weil ich dann nicht wusste, wie lange jetzt hier wir dafür brauchen. Von daher, einen Moment, ich muss mal gucken und dann geht's weiter. So, nach einer Stunde Überlegung geht's hier weiter. Und zwar machen wir jetzt natürlich hier schon so ein bisschen hier oben schon den Vorriss, Vorbau für unser Dach später. Ja, machen wir heute noch. So, das heißt einfach mal, wir fangen hier an, würde ich mal sagen, auf dieser Seite hier. Ja, hier fangen wir an. Ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen markiert, wie so das Ganze sein muss. Wir fangen natürlich auf der anderen Seite an, damit wir mal gucken, wie wir das machen müssen. Und zwar ganz einfach hier nach unserer Beton setzen wir einen Block hin. Blub, blub, blub. Dann setzen wir, warte mal, wir machen anders. Wir machen jetzt hier dahinter so 2er Höhe. Muss ich hier mal kurz überprüfen. Ja, alles noch richtig. Danach setzen wir auch wieder 2er Höhe hin, aber noch 2 weitere rauf, also ein 4er. So, und danach können wir das Ganze einmal bis zur anderen Seite ziehen. Und hier genau das gleiche Spiel. Erst ein 1er, dann setzen wir dahinter einen 2er, dann einen 4er und dann können wir das Ganze zuziehen. Ja, so ist eigentlich gut erklärt. Ja, dann machen wir das Ganze einmal zu. Zack, 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 zack. Und den Rest, den machen wir dann, wenn das Dach losgeht. Genau. So, weiter geht's denn hier vorne einmal bei diesem Ding hier, was wir uns hier gezaubert haben. Da setzen wir einfach eine Pyramide rauf. Die weißen Betondinger lassen wir in Ruhe. Wir setzen hier einfach eine Pyramide rauf. Zack, 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 bis wir oben ankommen. Blub, einer Mitte. Dann tauschen wir noch einmal hier diesen weißen Betonblock noch einmal kurz aus. Durch eine blaue Keramik, genau. Okay, so. Dann geht es weiter hier zu unserer Vorderseite. Da, wo wir unten auch schon hier unsere kleine Terrasse gebaut haben vom Eingang. Da oben setzen wir auch nochmal sowas vor. Das heißt, einfach weißen Beton in Ruhe lassen. Dann setzen wir zwei Blöcke hin. Denn nochmal, obwohl, ja doch, ich mache es jetzt mal so, zack, 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 dann wieder zwei so schräg und dann einen hoch und dann zwei runter und dann können wir hier die Mitte ausfüllen.
So, und ich habe ja zum Anfang dieses Videos gefragt, wollen wir das nochmal auf der Rückseite machen? Ich glaube schon, ne? Also ich glaube, es sieht besser aus, als wenn wir das einfach so glatt lassen, oder? Fragen über Fragen, aber ich glaube, ich mache es auch hinten. Ich glaube, das sieht besser aus, als wenn wir da nichts machen. Von daher mache ich das einfach mal. Wir gucken mal, wie es anders erklärbar ist. Wir machen erstmal eine Schicht, ne, an den Seiten halt weißen Beton freilassen. An den Seiten zwei Blöcke freilassen. Zack, zack. Mitte suchen, fertig. Irgendwie einfacher. Naja. Okay, so, kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar haben wir auf der linken Seite natürlich auch noch Wände. Den müssen wir natürlich auch noch ein bisschen machen. Und zwar, ich habe mir das Ganze wieder vorgezeichnet. Wir machen natürlich hier von der anderen Seite, fangen wir an. Einfach mal von hier. Setzen wir einen Block oben rauf. Dann wieder ein so schräg rauf. Danach machen wir so einen Zweier gerade hin. Und dann einfach einen Einer, zack, so schräg machen. Dann kommt ein Dreier, einer wieder runter. Ein Zweier, einer, einer. So sollte das Ganze dann sein. Und dann machen wir das Ganze zu. So, wir gucken nochmal auf der anderen Seite, wie wir das nochmal vielleicht anders erklärt bekommen. Vielleicht ein bisschen übersichtlicher. So, ziehe das einfach mal zu. Und dann gehen wir auf die Rückseite und fangen hier an. Wir fangen hier auch wieder von der vom Hauptding an. Setz hier einfach mal eine Schicht hin bis zur anderen Seite. Weißen Beton in Ruhe lassen. Einen Block an der Seite freilassen, rüberziehen. Hier auch den einen Block freilassen. Dann an den Seiten zwei lassen. Zack, 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 zack. Hier auch zwei lassen. Dann an den Seiten die jetzt einlassen. Und oben machen wir einen Dreier hin, sodass den Seiten jeweils noch ein Platz ist. Irgendwie übersichtlicher, finde ich. Naja. So, jetzt kommen wir natürlich noch zu dieser Seite hier. Hier müssen wir natürlich auch noch so diesen Vorriss bauen. Wir fangen einfach mal an der Seite hier an. Lassen die ersten zwei Blöcke in Ruhe. Beim dritten setzen wir dann einfach mal drei Blöcke rauf. Und dann einfach mal schräg zur Seite machen wir da auch so eine Ecke hin, die natürlich dann zur Mitte zeigt. Auf der anderen Seite auch nochmal das gleiche Spiel. Ne? Zwei Blöcke an sich hier an der Seite Platz lassen. Drei Blöcke hin. So eine Ecke, die sich dann gegenseitig angucken können. Und dann füllen wir das Ganze hier einmal in der Mitte aus. Und schon haben wir den ganzen Grundrissbau schon so gut wie fertig. Ja, sollten wir haben, ja. Okay, so, dann sind wir eigentlich heute mit dieser Folge fertig. Im nächsten Teil ist dann bei mir schon geplant. Ich habe mir so gedacht, machen wir dann schon mal die Fenster rein und fangen dann auch schon langsam an mit dem Dach. Und natürlich die Tür muss noch rein und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Guti, so, dann würde ich sagen, dann war es das Ganze hier heute für die Folge. Teil 2 findest du natürlich wie immer in der Videobeschreibung, kommst da hin und dann gucken wir mal, wie wir weiterbauen, ne? So. Ja, ich würde sagen, stellen wir uns Safety hin. Wie stellen wir uns hin? Wie stellen wir uns hin? Wie stellen wir uns hin? Das ist immer die Frage hier. Ich würde mal sagen. So. Ja, so stelle ich mich hin. Gut. Dann haben wir heute den Grundriss geschafft. Einiges, was getan werden müsste, haben wir. Also, dann würde ich sagen, blub, 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 stelle ich mich Safety hin. Und wenn ich Safety stehe, sehen wir uns in einer anderen Folge wieder. Also, haut's rein. Und ihr wisst ja, tschüss.